wir uns gegen die, ganz klar gegen die allmählich kommende Impfpflicht oder auch Impfzwang wehren und ein Zeichen setzen wollen für Impffreiheit, für körperliche Unversehrtheit. Ja, es kann nicht sein, dass man eine Politik macht gegen das eigene Volk. Uns reicht es langsam. Und deswegen rufen wir zum Impfstreik auf. Und nein, wir sprechen hier nicht nur für die Ungeimpften, sondern für alle. Denn es sind auch die Geimpften, die sich betrogen fühlen. Die sind geimpft, lehnen jedoch eine Impfpflicht ab. Die sind geimpft, wollen sich aber nicht boostern lassen. Die sind geimpft, fühlen sich aber betrogen, denn die Impfung hält nicht das, was sie versprochen hat und was die Politiker versprochen haben. Dass die Jugend erkennen muss, dass wir uns nicht weiter zwingen lassen, uns zu impfen. Wir erleben in den Schulen, in den Universitäten einen tagtäglichen Druck, der uns auf uns aufgeübt wird. Wir müssen die Masken tragen, deswegen ganz klar haben wir gesagt, wir kleben uns das rote X heute auf die Maske und gehen damit raus und zeigen, dass wir den friedlichen Protest auf die Straße holen wollen. Du kannst nicht mehr nur mal in die Uni gehen, du kannst nicht mehr nur mal in die Bar gehen, du kannst nirgendwo nur mal hingehen, du bist mit deiner Familie komplett getrennt. Wenn einer geimpft ist, der andere nicht. Einfach, wir wollen dieselben Bedingungen für alle, ob man nun geimpft ist oder nicht. Das ist einfach jedem seine eigene Entscheidung. Ich bin heute hier, weil ich finde, dass die Politik vollkommen unverhältnismäßig agiert. Ich bin Mutter von 5 Kindern. Meine Kinder dürfen seit Monaten mit ihren Masken jeden Tag im Unterricht sitzen. Auf der anderen Seite feiern die Leute ihre 2G-Partys. Und für mich hört es da wirklich auf. Ich glaube, es muss sich was ändern. Wir brauchen mehr Freiheit, mehr Selbstverantwortung und natürlich auch Schutz der Risikogruppen. Aber wir dürfen nicht jeden dafür in Haftung nehmen. Wir sind hier, weil uns mehr eint als trennt, als Einzelne, als Gesellschaft. Mir ist unglaublich wichtig, ein starkes Zeichen zu setzen, dass auch die jungen Abgeordneten hier im Deutschen Bundestag mit euch gemeinsam in diese Sache auf die Straße gehen. Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat, auch so kurzfristig und dass so viele aus allen Teilen des Bundesgebietes gefolgt sind. Die Jugend hat hier ein Zeichen gesetzt, das ist ein klares Signal an die Mutterpartei. Jetzt müssen wir auch raus auf die Straße. Ich bin sehr stolz auf die junge Alternative und hoffe, dass wir einen Anfang. Und das ist der Aufruf an unsere Mutterpartei, der Jugend endlich das Vertrauen zu schenken, was wir brauchen. Und ja, geht nach Hause, tragt die Botschaft mit, die junge Alternative ist der Motor dieses Landes. Wir sind die Jugend, die aufsteht und wir sind die Jugend, die sich traut. Vielen Dank!